Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Summertime auf Summer Island. Ja, wer hätte es gedacht? England hat ein Elfmeterschießen gewonnen und die Schweden haben auch gewonnen. Ich meine, ich hätte es den Schweden nicht unbedingt zugetraut, muss ich sagen. Zumindest nicht, als ich mir die Partie angesehen hatte. Zwei interessante Spiele, würde ich sagen. Ne? Also ich frage mich, wer denn so getippt hat, wie die ausgegangen sind. Ich glaube, die wenigsten, aber wir schauen mal nach. Schweden gegen Schweiz, Schweden 1-0. Ja, das ist ein Ding, ne? Das ist ein Ding. Büchlein packen wir ein. Und Kolumbien gegen England und England im Elfmeterschießen. Ich dachte mir noch, also Elfmeterschießen, das schaffen die niemals. Never, ever. Wie daneben ich lag. Ja, ich sehe gerade, ich habe ein bisschen Hunger, aber ich glaube, das reicht noch. Jetzt gehen wir mal runter und dann verteilen wir mal die Fläschchen. So, kommen wir zur ersten Partie. Schweiz, also Schweden gegen die Schweiz. Ging ja 1-0 aus. Wer hat denn 1-0 getippt? Hier, Mondi. Volltreffer mit dem 1-0, da vorne nicht. Mondi bekommt erstmal 3 Fläschchen. Super Tipp, Mondi. Hier. 1, 2, 3. Schauen wir weiter. Sonst keiner. Wer hat denn jetzt richtig für Schweden getippt? Das war Tirim auf jeden Fall. Das passt. Raiksen. Nana. Das war's, ne? Die Schweden haben wirklich nicht viele Leute vorne gesehen. Ja, ich habe die Schweiz auf jeden Fall vorne gesehen. Das hat mich schon gewundert, ne? Dass die Schweden dann doch noch sich so gut halten konnten. Also die kommen damit echt gut durch. Mit ihrer defensiven Haltung. Nun gut. Okay, also Tirim bekommt ein Fläschchen. Raiksen und Nana. Tirim, Raiksen, Nana. So. Nana. Raiksen und Tirim. So, zur zweiten Partie. Das war Kolumbien gegen England. Ich glaube, das Ergebnis wurde nicht wirklich getippt, oder? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Es waren 3-4, ging es dann im Endeffekt aus. Ich musste gerade nochmal nachschauen. 3-4 hat keiner getippt. Nee, ist ja auch sehr unwahrscheinlich gewesen. Nun ja, England hat gewonnen. Wer hat denn England vorne gesehen? Das waren dann doch die meisten. Wenn nicht sogar alle, außer Wuppertaler und Raiksen auch nicht. Okay, dann also können wir die ganze Liste hier einmal runtergehen. Alle außer Wuppertaler und Raiksen. So, du bist nicht Wuppertaler, du bist nicht Raiksen. Du bekommst ein Fläschchen. Nicht Wuppertaler, nicht Wuppertaler, Raiksen, nicht Wuppertaler, Raiksen. Nicht. Nicht. Du bist Raiksen. Du bekommst und Wuppertaler bekommt nicht. Gut, das waren die zwei Partien. Gehen wir hoch und schauen uns die Partien von heute an. Heute spielt Uruguay gegen Frankreich im Viertelfinale. Ja, beide Mannschaften haben das eigentlich wirklich verdient. 16 Uhr geht die Partie los. Die zweite Viertelfinalbegegnung des heutigen Tages wird zwischen Brasilien und Belgien um 20 Uhr ausgetragen. Da bin ich schon eher mal gespannt, ob Brasilien wirklich jetzt auch ein Belgien schlägt, wenn die das Spiel gewinnen. Würde ich mal ganz locker behaupten, dass Brasilien sehr, 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 sehr gute Chancen hat auf den Titel. Ja. 20 Uhr geht's los. 16 Uhr beginnt das erste Spiel. Ich bin jetzt, ja, auf dem Sprung. Es ist schon fast 16 Uhr. Ich muss also jetzt los Fußball gucken. Das darf ich nicht verpassen. Morgen sind dann die anderen beiden Viertelfinalpartien und danach kommt dann auch schon das Halbfinale. Das geht jetzt alles ziemlich zügig, deswegen jetzt dürfen wir keine Spiele mehr verpassen. Ich muss los und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.